Herzlich willkommen, ich bin Mr. Yasin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Für die mich nicht kennen, ich bin Hypnose-Coach, ich bin Hypnose-Ausbilder und ja, mich haben die letzte Zeit viele Nachrichten erreicht. Ich sollte euch hypnotisieren. Ja, und dazu bitte ich euch, versucht euch einmal auf mich einzulassen, aber Handys, bitte die Handys weg. Ja, genau, weil vor allem, es ist zum einen respektlos gegenüber mir, aber auch zum anderen, du bist vom Volke gewählt worden, um hier das Volk zu vertreten. Und ich finde, gerade Angry Bird und so passt gerade nicht unbedingt rein. Und nun konzentriere dich auf meine Stimme. Ich gehe nun in die Du-Form, ist hoffentlich okay für euch. Konzentriere dich nun auf meine Stimme. Und stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen immer weiter in einen unglaublich entspannten Zustand hineinfällst. Sehr schön, atme weiter tief ein und langsam aus. Sehr gut. All das, was ich dir nun suggeriere, trifft direkt dein Unterbewusstsein. Es gibt nun ein paar Wörter, wenn ich diese sage, wirst du total aggressiv. Dann wachst du aus der Trance aus und wirst total aggressiv. Ich sage nun eines dieser Wörter. Pharmaindustrie. Doch unglaublich. Okay. Und schlaf wieder tief und fest. Schlaf wieder tief und fest. Sehr schön. Schauen wir einmal. Du fängst an, wieder Menschen zu lieben. Und wenn ich nun mit dem Finger schlüpse, dann bekommst du den extremsten Lachanfall deines Lebens. Und zwar jetzt. Und dein Lachanfall wird noch stärker und noch stärker. Und noch stärker. Sehr schön. Und sink wieder tief in die Entspannung und noch tiefer. Du beginnst ab heute, Politik für das Volk zu machen. Kein Lobbyismus, sondern Menschenliebe. Du liebst Menschen, du liebst das Volk. Und wenn du bei drei deine Augen öffnest, bist du hellwach. Ein tobender Applaus, eine Veränderung, die vom Herzen kommt. Und du schaffst es, diese Verantwortung zu übernehmen. Eins, zwei, und drei. Oh, okay. Danke für den Applaus. Okay. Oh, cool. Sehr schön. Ja, mach das. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Und wir freuen uns alle drauf. Wir freuen uns alle drauf, was die nächste Zeit so auf uns kommt. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für dein Vertrauen. Dein Mr. Yasin. Ciao. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute Mittag so kurzfristig Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen. Bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.